Die Salatgurke. So, die müssen wir jetzt mal befreien hier. Ja, die hängt hier drin nämlich fest. Jetzt kann man die leider nicht sehen. Da schneide ich erstmal die etwas größeren Blätter hier weg. Das macht der Pflanze überhaupt nichts. So, kommt da unten auch wieder ein bisschen Luft rein. Ist überhaupt gar nicht so verkehrt. So, so, so und Moment. So, da unten hängt sie. Da. Okay, die ist hier zwischengewachsen, zwischen die Bambusstäbe. Ich versuche sie jetzt einfach mal vorsichtig. Ja, es gelingt. Tatsache. Wunderbar. So, die müssen wir jetzt hier abschneiden. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie ist groß genug. Und jetzt können die anderen Gürkchen, die hier überall noch drin und dran sind, dementsprechend jetzt wieder weiter wachsen. Denn dann geht die Kraft jetzt hier hinein. Bei der Gelegenheit kann ich dann auch diese Triebe mal wieder ein bisschen höher binden hier, damit die nicht so auf dem Boden rumhängen. Ja, also haben wir jetzt einen kleinen krummen Snack hier für zwischendurch. Nicht nur für mich, sondern auch für die Knack und Ab. Auch für die Meerschweinchen. Gerade jetzt bei der Wärme brauchen die ganz viel Wasser. Und das meiste holen sich tatsächlich über das Obst und Gemüse. Und damit hallo und herzlich willkommen, ja, in Teil 2, ein Tag in unserem Garten. Es gibt so viel zu tun und so viel, ja, zu machen, zu entdecken. Und von daher werden wir heute im zweiten Teil jetzt dementsprechend weitermachen, wo wir im ersten Teil im Prinzip aufgehört haben. Und zwar bei der Zitronenmelisse. Die werden wir jetzt herausholen, einpflanzen und noch ein paar andere Sachen, die ich auch schon angesprochen hatte im ersten Teil. Von daher würde ich sagen, frisch, knackig, direkt aus dem Garten. Super lecker. Fangen wir jetzt einfach mal an. Uhr 30, 28 Grad. So, wir versuchen jetzt so viel wie möglich an Erde bzw. Wurzel mitzunehmen und so viel wie nötig. Also, ja, muss man halt gucken, nach Möglichkeit schön tief abstechen das Ganze. Denn die werden voraussichtlich auch relativ tiefe Wurzeln haben, damit das Ganze auch gut anwachsen kann. Und interessant ist jetzt auch natürlich, ja, zu erfahren, wie oft wir die Zitronenmelisse beernten können im Jahr. Das ist jetzt die zweite Ernte schon gewesen, also von daher schon mal okay. Und ich gehe davon aus, dass wir auch eine dritte Ernte noch hinbekommen in diesem Jahr. So, anhebeln, fertig. Das war es. Und wir werden jetzt hier im unteren Bereich, Moment, ich soll mal gerade gucken. Ja, die Wurzeln, die lassen wir hier so, wie sie sind. Und werden das Schätzchen jetzt dann dementsprechend so einpflanzen. Auf geht's. Die Erde habe ich jetzt hier aufgelockert. Ich packe jetzt mal unten hier ein bisschen rein. Das ist jetzt hier ein 12 Liter Topf. Also dürfte die Erde ausreichen. Unten machen wir ein kleines Loch rein, damit die Wurzeln jetzt dementsprechend etwas tiefer kommen. Im unteren Bereich, weil das Ganze läuft ja kegelig zu. So, dann nehmen wir unser Schätzchen und pflanzen es sofort ein. Nein. Kann ein bisschen höher, okay. Nicht wahr? So kann es gehen. Ist aber nicht so schlimm. Er sitzt ja noch nicht fest im Topf. So, wieder ein Loch in die Mitte machen. Na, kleines bisschen noch. Ja, es ist halt so, nicht wahr? So, Gießrand müssen wir auf jeden Fall lassen. So 2-3 cm, damit, wenn wir hier gießen, spielt das Wasser nicht über den Topf läuft. Denn die Pflanze wird sehr viel Wasser verbrauchen. Von daher sollten wir da also von vornherein schon mal für sorgen. So. Dann wird die Erde rundherum aufgefüllt. Erstmal ein bisschen überall. Ich hoffe, die Erde reicht. Sollte aber eigentlich. Rundherum. Wieder mal rütteln. Ja, das war es im Prinzip jetzt auch schon. Und dementsprechend haben wir jetzt eine neue Topfpflanze, die wir, ja, dann hoffentlich patsch, matsch. Das war eine Bremse. Ja, die sind jetzt mächtig unterwegs wieder. Die Erde reicht so gerade eben. So gerade eben. Ganz genug ist noch nicht. Fehlen noch 2 cm ungefähr. Ja, okay, dann packe ich gleich noch ein bisschen andere Erde mit oben drauf. Aber ich denke mal, das ist dann auch nicht so tragisch, dass wir das Bild dann in dem Sinne bzw. das Ergebnis nicht so sehr verfällt, obwohl es reicht. Nee, ist enough. Reicht. Ist okay. So, eingepflanzt, angießen. Ganz klarer Fall. Oh, diese Bremsen. Alter Schwede. Ruhig kräftig gießen, bis das Wasser unten durchläuft. Damit also auch die unteren Wurzeln dementsprechend Wasser bekommen. Ja.
Das war's dann erstmal mit der Zitronenmelisse. Dann kommen wir jetzt zu Hochbeet Nummer 1. Hier stehen noch ein paar Sachen drin, wie Zwiebeln, Knoblauch, hier die Meterbohne. Die lassen wir drin, aber die Radieschen hinten, die werden wir rausziehen. Nicht, um sie uns anzugucken, aber gucken wir uns dann doch noch an, nicht wahr? Das ist so genial. Ja, sie müssen jetzt aber auch im Prinzip raus, denn jetzt sind sie im Moment noch nicht am Schießen, aber es dauert nicht mehr lange und dann fangen die an zu schießen, bilden dann Blütentriebe und von daher können die jetzt tatsächlich raus, denn wir brauchen das Beet für eine Neubestückung in dem Sinne. So, den noch hier. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Ein paar Moringa stehen hier auch noch drin, sehe ich gerade. Hier ist eine, hier ist eine. Hier ist noch eine Meterbohne. Okay, den Rest lassen wir hier drin. Und wir werden jetzt gemeinsam hier eine Neuaussaat machen, damit wir uns Futter heranziehen können für die Meris. Jetzt musste ich doch gerade mal nachsehen, ob man die denn noch essen kann. Also man kann sie tatsächlich noch essen. Sie sind nicht holzig, knackig, frisch, saftig. Super lecker. Also das geht dann tatsächlich auch. Man kann sie also auch größer werden lassen, jetzt bei der Sorte. Ich habe schon andere Sorten gesehen, die waren etwas kleiner und die konntest du nicht mehr essen, wenn sie richtig dick waren, weil die inneren hohl waren und tatsächlich holzig. Mmh. Super lecker. So, dann kommen wir jetzt aber doch mal zu dem, was wir eigentlich vorhaben. Mmh. Ja, rassel, rassel, rassel. Ich muss immer wieder aufpassen hier auf die Bremsen. Ich habe hier Mais drin. Das ist Popcorn-Mais. Kannst du normal im Geschäft kaufen, so kleine Tüten, um Popcorn von zu machen. Da eignet sich auch zur Aussaat. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, ich nehme jetzt erstmal drei Samenkörner und drücke die so 3 cm tief in die Erde ungefähr. Also immer so 3 Stück. Wir können die jetzt auch enger setzen. Das spielt nicht so die große Rolle. Denn es geht hier nicht darum, Maiskolben zu ernten, sondern es geht ganz einfach darum, Maispflanzen zu ernten. Ja, um dann dementsprechend die Meris dann auch damit zu füttern. Und wir können auch die Maisblätter trocknen, wenn wir möchten. Das geht also auch. Und von daher werde ich jetzt die Gelegenheit hier nutzen in diesem Beet und das Ganze dann dementsprechend mit Mais zu bestücken. Um mal zu gucken, ob wir dann im Laufe der Zeit tatsächlich hier Maispflanzen zum Verfüttern bekommen und vielleicht gegebenenfalls auch noch zum Trocknen. Wobei ich werde jetzt nicht nur hier im Beet Mais aussehen, sondern auch noch in Töpfen. Ja, einfach um zu gucken, wie das so läuft, wie das so funktioniert. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. A, natürlich zu beobachten, wie das Ganze wächst und zum anderen auch, um den Tieren dann dementsprechend etwas Gutes zu tun. Und dann haben wir dieses Beet hier auch wieder genutzt und es steht nicht brach hier in der Gegend herum. So, das kurz dazu. Damit haben wir dann auch für die kleinen Tierchen wieder etwas Gutes getan. So, den hinteren Bereich lasse ich frei, dass es nicht von Anfang an gleich über die Möhren wächst, obwohl die kommen ja auch bald raus. Moment, nee. Spielt eigentlich keine große Rolle. Dann setzen wir hier auch noch welche rein. Dann ist das ganze Beet hier voll. Die Pflanzen brauchen nicht groß werden, das ist vollkommen ausreichend, wenn die so 30, 40, 50 cm hoch sind, denke ich mal. Das ist dann okay, dann können wir die tatsächlich abschneiden oder nur die Blätter abschneiden, je nachdem, und dann halt auch verfüttern. So, ja, ready. Gießen brauche ich jetzt erstmal nicht. Wir hatten ja heute Morgen gegossen, von daher ist das soweit erstmal okay. Dann wird das morgen früh dann wieder gegossen. Dann versuche ich jetzt mal beim Hochbeet weiterzumachen. Dafür brauche ich die Erde. Hier kommen ja später die anderen Hochbeete wieder hingestellt. Und von daher kann hier etwas weg. Das nutzen wir, um dann das bestehende Hochbeet jetzt aufzufüllen. Und dazu müssen wir die Erde allerdings erstmal lockern. Das habe ich hier vorne schon ein bisschen gelockert. Und dabei holen wir dann auch dementsprechend gleich das Unkraut mit raus hier, dass wir das nicht gleich mit in das Hochbeet reinpacken. Zumindest Löwenzahn und so ein Kram. Wir lockern das Ganze schön auf. So besser lässt sich das dann hinterher gleich befüllen und dementsprechend auch wieder mischen. Ja, zum Glück haben wir jetzt hier die Erde ein bisschen feucht gemacht vorhin. Von daher ist das hier auch relativ einfach jetzt. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, denn, oh, fast vergessen, kann man den sehen noch, den Borretsch hier, den müssen wir ja noch herausnehmen. Moment, pass mal auf, dann machen wir das mal eben just. Der wird wahrscheinlich nicht so viele Wurzeln, ja, Wurzeln vielleicht schon, aber
keinen Erdwallen haben, da es ja ein Sämling ist. Nun ja, Versuch macht klug, nicht wahr? So, stell mal vorsichtig hier hin. Ja, er fällt schon auseinander hier. Holy. Das wird wohl nichts geben. Weißt du was? Ich packe ihn mir so und werde ihn jetzt einfach mal schnell einpflanzen. Kamera ausmachen, vorsichtig. Ja, zack. Der Borage ist in der Erde. Ich habe mich jetzt beeilt, das Ganze hat vielleicht 30 Sekunden gedauert. Die Erde ist dran geblieben. Kräftig wässern, ganz, ganz wichtig. Genauso wie bei der Zitronenmelisse. Und werden sie absonnig stellen. Ich habe sie angebunden hier an einem Stab, damit sie mir nicht umfällt. Denn das wäre nicht so gut. Von daher, so. Ja, stellen wir das Ganze jetzt absonnig schnell. Ist das schön hier, 29 Grad. Ja, ich muss mir gerade mal die Ruhe antun. War gerade ein bisschen stressig. Jetzt guckt sich das mal einer an hier. Die ersten Wolken sind sichtbar. Eigentlich sollte es doch im südlichen Raum regnen, Gewitter geben. Hier hatten sie jetzt eigentlich nichts gemeldet. Okay, es ist auch keine dunkle Wolke hier zu sehen, aber immerhin gibt es schon Wolken zu sehen. So, ja, ich mache eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann füllen wir jetzt noch ein bisschen Erde ein. Nicht zu viel auf einmal. Ja, so 10 cm ungefähr, muss ich mal gucken. Und dann muss anschließend nochmal Sand drauf. Und den Sand, den werden wir anschließend dann gleich mit untermischen. So, dann mache ich erstmal soweit fertig hier. Na. Zack, komm mal. Ja. Erde haben wir jetzt erstmal genug. Jetzt kommt wieder eine Schicht Sand oben drauf. Nicht ganz so viel, etwa, das war, wie soll man das sagen, jetzt haben wir 10 cm, na sagen wir mal so 3 bis 4 cm ungefähr, packen wir Sand oben drauf und werden das Ganze gleich dann mischen. Okay, ich muss dann doch zeigen, hinterher fragt der eine oder andere, also die Schicht, die mischen wir jetzt komplett Sand und Lehm. Und warum machen wir das? Ganz einfach, um den Lehmboden durchlässiger zu machen, damit er später das Wasser besser durchlässt. Und von daher mischen wir das Ganze schön und dann haben wir auch einen lockeren Boden und nicht so einen klumpigen, klebrigen Boden dann in dem Sinne. So, das wird ordentlich gemischt, also jetzt nicht nur einmal, nicht wahr, sondern öfters richtig kräftig durchmischen. Guck, da ist noch Löwenzahn, lol. Fertig gemischt, das Ganze hat ja etwa 10 Minuten gedauert. So, wir haben jetzt noch etwa eine Hand hoch breit. Das heißt also, ich werde noch mal eine Schicht Erde hier auftragen mit ein bisschen Sand, dass wir hier am Ende ungefähr 3 bis 5 cm übrig behalten, wo wir dann noch ein bisschen Kokoserde auffüllen als Deckschicht, zum einen als Mulch und zum anderen auch als Unkrautschicht, in dem Sinne, dass das Unkraut nicht so schnell durchwachsen kann. Ja, und die Samen dementsprechend auch besser anwachsen können, auch das zählt dazu. So, okay, ich würde sagen, das beende ich dann hier erstmal und mache das. Ich weiß nicht, wann fertig. Es ist heiß. Ich sitze hier im Schatten und genieße die leichte Kühle. Ja, es ist so schön angenehm hier. Hier ist unsere Ecke hinten ganz im Garten. Das ist eine Kastanie. Hier haben wir dann Haselnussstrauchen großen. Und hier kommt später unser Meerschweinchengehege hin. Von da vorne, wo die Schubkarre steht etwa, bis dort hinten. Das sind ungefähr 6 Meter. Ja, in der Breite denke ich mal 4 Meter ungefähr, dass die einen ausreichend Platz zum Laufen haben. Aber das wird ein Riesenprojekt, denn ja, das Ganze, wie gesagt, muss tiersicher gemacht werden. Nicht nur, dass sie nicht ausbrechen können, sondern dass auch keine anderen Tiere reinkommen. Ja, das wird noch eine Riesenaktion. Aber nun ja, was soll's. Es ist auf jeden Fall schön mit den beiden hier. Es macht richtig viel Spaß. Man ist nicht alleine. Man kann sich auch mal zurückziehen und hat dann halt in der Nachbarschaft auch mal so 2 Kandidaten, die einen dann beobachten. Das sind 2 ganz ruhige. Das Einzige, was sie nicht mögen, ist Stress. Dann rennen sie natürlich rum, ganz klarer Fall. Das sind Fluchttiere. Ja. Ich flüchte jetzt auch, denn es ist heiß und es war jetzt ein halber Tag, aber nun ja, immerhin haben wir heute gesehen, dass man so einiges auch im Sommer jetzt noch machen kann. Ganz wichtig ist jetzt natürlich zu erwähnen, bei solchen Aktionen, Pflanzaktionen aus der Erde raus, in den Topf hinein oder aus der Erde raus, in die Erde rein. Ganz viel Wasser ist wichtig,
und vor allem keine Sonne. Das heißt also, wenn du jetzt in die Erde pflanzt, wenn du etwas rausholst aus der Erde, dann musst du dafür sorgen, dass die Pflanze dementsprechend schattiert ist. Muss aber vorstellen, was drüber machen oder wie auch immer. Auf jeden Fall darauf achten, dass dort keine Sonne drauf ballert, denn ansonsten funktioniert das natürlich nicht, nicht wahr? Aber nun ja, wir sehen halt, was so im Laufe der Zeit geht oder nicht geht. Auch in einem kleinen Garten kann man viel erleben. Ja, also ich habe mir ganz viel vorgenommen und ganz wenig geschafft, wie immer. Ist immer so, machst du nichts, nicht wahr? Ist morgens schön frisch, angenehm, du denkst so, oh, das machst du, zack, bumm, hast du abends was geschafft und dann ja Mittag bis im Arsch und sagst dir, puh, da hast du wohl da zu viel vorgenommen, nicht wahr? Nun ja, so ist das halt, nicht wahr? Ich denke, euch geht das nicht anders. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Little Frömmisch und viel Spaß mit euren Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Tja, nicht vergessen, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald. Ach, ist das herrlich hier. Ich bleibe hier auf jeden Fall noch über eine halbe Stunde ungefähr sitzen, da ist der erste Film gerendert und so weiter und so fort. Und dann geht's weiter. So, ciao, ciao.